Hallo, ich habe Post gekriegt. Auf diese Post warte ich schon ewig. Ewig und 3 Tage. Aber durch die Corona hat sie Lieferengpässe gekriegt. Und es ging nicht schneller, es ist ja auch nicht schlimm, ich habe genug da. Ich habe gesagt, ja, du, kein Ding. Es sind 2 Bilder, sie hätten mir gern das eine schon geschickt. Aber ich habe gesagt, komm, schick's beides, ich brauche sie beide jetzt nicht. Ich habe genug da, was ich machen könnte. Und ja. Es ist übrigens von der Nadja, von der Facebook-Seite Nadjas Perlenstickerei. Und ja. Jetzt gucken wir mal rein. So, der Stoff. Ja, okay. Das wird der Vordruck sein. Petra. Ja, Petra bin ich aber nicht. Ja, das ist der Vordruck. Also, sie fängt jetzt gerade erst an. Sowas zu machen. Selbstgemachte Bilder mit Programm. Ich versuche gerade irgendwo den Hund zu finden. Aber irgendwie erkenne ich da gar nichts. Ich bin halt ein bisschen schlecht, dass es kein Deckblatt gibt. Könnte schon sein. Ich habe es auch unten drunter gemacht. Ah ne, das sind auch nochmal letzte Seiten. Ah ja, hier ist. Okay, hier sind die. Okay. Ich habe es euch schon mal gezeigt, wenn der Hund ist. Ist halt viel grau und schwarz und ist halt schwarz-weiß. Also es sieht nachher aus wie schwarz-weiß. Aber ihr seht ja, es ist, wir können ja mal ein bisschen, es ist viel grau. Ja. Ist okay. Der Stoff, ja, fühlt sich an wie ein Stück Pappe. Diesen Stoff mag ich eigentlich nicht so gerne. Finde ich persönlich ein bisschen schwach. Jetzt weiß ich auch, wieso sie halt auch für die Größe ist sie 20, 30 Euro billiger. Da bezahle ich lieber einen Zehner mehr und habe einen besseren Stoff, aber das sage ich ihr beim nächsten Mal. Ja, da hat ja bei meiner Pusteblume das Schwarz gefehlt. Die hat sie mir wieder mitgeliefert. Kein Problem. Support, Dankeschön. So, dann habe ich ja noch ein zweites drin. Au, das waren die Nadeln. Machen wir mal den Karton weg. Da siehst du, keine Nadeln für mein fertiges. 2 Nadeln. Hoppla, sogar offen. So. Das war am Angebot. Diese schöne Rose. Ich hoffe, ich krieg alles drauf. Seht ihr es? Das war im Angebot. So, jetzt müsste es ja fast komplett drauf sein. Jetzt. Diese Rose, die ist echt schön. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. 35, glaube ich.
Es ist ein 40x40. Nee, ein 50x50. Lass mich nichts Falsches erzählen. Hier hinten ist meine Liste. Das ist wieder gut. Kann man nicht sagen. Ich kann euch ja mal ein bisschen die Farben zeigen. Und gucken, ob sie auch alle da sind. Soll ich bei dem anderen auch machen. Weil ich leider festgestellt habe, dass es bei Nadja ab und zu mal vorkommt, dass sie echt Perlen vergisst. Ist nicht gut, aber ist leider so. Sonst hat sie eigentlich immer super Qualität. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie Qualität hat. So, dann gucken wir jetzt einfach mal. 4, 7, 3. Ja, grün. Oh, hübsch, hübsch, hübsch. Ich sehe gar nicht, ob ihr es seht. Warte mal, ich mache euch mal das Licht an. Hä? Zack, immer schönes Grün. Die Perlen sehen gut aus. Also heute mit den Horst, du. Da steht gar nichts drauf, das ist total schlecht. Da steht auch nichts drauf. Die 1. Da sollen die wahrscheinlich zusammengehören. Und das sollte die 4 sein. Die 1. Schönes Rosa. Plus. So, die 1 haben wir gefunden. Wo ist hier jetzt die 2? Ah, die 2 ist da. Die 2. Die 4 haben wir. Dann fehlt mir die 6. Die 6 haben wir. Die 7. Wo haben wir die 7? Ach, das haben wir auch. 7 und die 8. Die 8 habe ich hier. Die 9. Ach, die 5 fehlt da dazwischen. Machen wir das so. So. Ach, das ist die 9. Oh, ist das statisch. Seht ihr das? Wie statisch die Dinger da drin sind. Oh. Wow. Aber es ist eine schöne Farbe. Die 9. Ich glaube, sie gehört zu 14. Die 9. Die 10. Oh, bitte nicht. Die 10. So. Oder soll das die 10 sein? Der hat es auch einfach vergessen. 25 Gramm. Ha. Ja. Die 11. Die 12. Die 13. 14. 15. 16. 17. Eine 17. Ich denke, sie hat die 10 vergessen. Ja, sie hat die 10 vergessen. Was soll ich dazu sagen? Anschreiben, Bescheid sagen. Erstmal so liegen lassen. Ja, dann gucken wir gleich mal noch das Grau durch, nicht dass mir da auch alles fehlt. Ja, das muss ich nachher machen. So. Gucken wir da auch nochmal nach, sicherheitshalber. Oh yes, was ist denn das? Oh leck. Das ist grau.
So, wie gesagt, es ist eigentlich schwarz-weiß. Da steht wieder nichts drauf. Das ist total schlecht. So, und was ist das? Hier 0,20. Ja, gut. Also die 1, die habe ich schon mal. Die 3 habe ich hier. Die 4 habe ich hier. Die 2 habe ich hier. Jetzt brauche ich die 5. Das ist die 6. Die 8. Oh, ja. Die 8. Jetzt muss ich dann doch mal in meine Muster gucken. Also, die 1, das ist die 2. Jetzt habe ich hier 43, 4, 0, 20 ist die 4. Soll die 4 sein? Was ist denn das? Noch eins weiter. Ah, da steht's. Ich hab's, okay. Also, die 420 ist die 7. Die 3020 ist die 7. Okay. Die 8. Die 7. Die muss da drüben hin. Und die 8. Und das da. Ich denke, dass das die 5 ist, oder? Mit 13.000 Perlen. Ja, das ist die 5. Okay. Also, da stimmt alles. Das stimmt. Und beim anderen werde ich jetzt auch gleich nochmal nachgucken. Vielleicht habe ich auch einfach die Spritze oder einfach übersehen. Ich gucke jetzt nochmal nach. Aber die Qualität der Perlen sind super. Ich werde euch die Gruppe von der Nadja unten verlinken. Und ihr werdet alles weitere werdet ihr dann sehen, wie es alles so weiterläuft. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Macht's gut!